Und ich nur so, voll geil, ey. Du kommst schon wieder 10 Minuten zu spät. Tut mir leid, mein Hund hat mich nicht rausgelassen. Die Straßenbahn hatte einen Platten. Auf dem Weg wurde ich von einem Grizzlybären angegriffen. Jake? Ja. Setzen. Ja, Sir. Sex. Oh. Schatz, wo ist eigentlich mein goldener Zeppeli? Da ist er doch. Nein, nicht der, der andere. Oh, suchen Sie Ihre Brille? Die habe ich mir geborgt, um Sie in der Pause zu imitieren. Der Knaller. Jake, gib mir sofort meine Brille zurück. Jake, gib mir sofort meine Brille zurück. Und wer zu spät zum Unterricht kommt, bekommt eben einen 3-Tage-Bann. Ja, eine Frage, ja. Darf ich bitte mal aufs Klo? Hä? Darf ich bitte mal aufs Klo? Hä? Ich verstehe dich nicht. Ich meine, ich muss mal aufs Klo. Darf ich bitte mal aufs Klo? Ich habe kein Wort verstanden von dem, was du gesagt hast. Darf ich? Es ist, als würdest du Spanisch sprechen. Und ich so zu ihr, wenn ich nicht aufs Klo gehen darf, mache ich eben in die Hose. Ich sag doch, du sollst deinen Helm aufziehen. Der Animator hatte keinen Bock, einen zu zeichnen. Sorry, aber wenigstens habe ich deine Warnweste gemalt. Hey Jake, na, wie war es heute in der Schule? Es war so nass und schön. Hey Leute, kann ich mal durch? Ich weiß nicht, ob du es kannst. Naja, im Moment kann ich nicht durch, weil ihr hier dumm rumsteht und den Bums hier blockiert. Na also. Mathe Klausur. Ey, leih mir dein Lineal aus. Nein, was springt für mich dabei raus? Mein Freund schlägt dir nicht die Zähne raus. Okay. Was für ein Traumtyp. Jedenfalls habe ich dann zu ihm gesagt, wenn du nicht mit mir ausgehen willst, frage ich eben deinen Dad. Ich beende den Unterricht. Nicht du, nicht du, nicht du. Was machst du überhaupt hier? Hey Jack, Onkel Tom ist da, du musst ihn noch begrüßen. Ha, der soll sich selber mal begrüßen. Jakob, das ist mein neuer Arbeitgeber. Und das ist mein Sohn Jakob hier. Freut mich sehr, Schmalkopf. Eigentlich heiße ich Jakob. Sei nicht so vorlaut, Schmalkopf. Oh Mann, aber bei diesem langen Rumgesitze hier wäre ich fast verhungert. Bob? Ja, haben wir noch welche von diesen köstlichen Rosinen übrig? Du hast deine aufgegessen. Diese sind meine. Au contraire, es sind meine, denn ich habe für sie bezahlt, also gib sie mir. Au contraire, ich habe dafür bezahlt, sie sind meine. Hey Leute, ich bin die Mistgabel und das war meine erste eigene Animation. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Alle Figuren, Hintergründe, die Animation etc. zu erstellen, waren mehrere Monate Arbeit. Deshalb würde ich mich sehr über ein Feedback von euch in den Kommentaren freuen. Schreibt mir auch gerne eure Ideen für neue Szenen für die nächsten Videos in die Kommentare oder hier auf Instagram. Damit verabschiede ich mich, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao. Das war's für heute mit diesem fantastischen Stream. Ha, die Folge schaue ich auch noch, hol mich der Teufel.